Hier ist ein lustiges Wort. Der Brotaufstrich. Was bedeutet Brotaufstrich? Nun, ein Brotaufstrich ist etwas, das man auf ein Stück Brot aufstreichen kann, ja? Aufstreichen, ja? Diese Bewegung, die ich mit meiner Hand mache, ja, das nennt man streichen, ja? Wenn ich ein Messer habe und ich tauche das Messer in ein Glas Nutella oder in ein Glas Marmelade oder auch Margarine und dann streiche ich mit dem Messer über ein Stück Brot, ja, dann streiche ich das Nahrungsmittel auf das Stück Brot. Ja. Ich streiche den Brotaufstrich auf das Brot. Ja. Also ein Brotaufstrich ist alles, was man auf ein Stück Brot aufstreichen kann. Ja. Also zum Beispiel Marmelade. Ja. Bestimmte Wurstsorten, zum Beispiel Leberwurst, ja, Nutella, Margarine, Butter, ja, Käse, nicht immer, ja, aber manche Käsesorten kann man aufstreichen, aber Käse gibt es auch als Scheiben. Ja, und Scheibenkäse ist kein Brotaufstrich, sondern man legt es nur auf das Brot, ja? Obwohl man es vielleicht auch unter die Kategorie stellen kann. Man kann es vielleicht auch in der größeren Kategorie Brotaufstrich sehen. Ja? Aber ein Brotaufstrich ist eigentlich nur etwas, was man auf das Brot streichen kann. Und so haben wir einen guten Oberbegriff für all diese Nahrungsmittel, die wir auf das Brot streichen können. Okay? Ich hoffe, du hast etwas gelernt. Dies ist ein wichtiges Wort in der deutschen Kultur, weil wir viel Brot essen und Dinge auf unser Brot streichen. Okay? Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Tschüss!